Ich bin ein Ausländer und ich bin auch nicht in Deutschland geboren. Und ich werde die AfD wählen. Und jetzt werde ich euch auch sagen, wieso. Die AfD ist gegen die Kindersexualisierung. Die AfD ist gegen die Waffenlieferung. Das bedeutet keine Waffenlieferung in Ukraine und auch keine Waffenlieferung nach Israel. Das wiederum bedeutet, Deutschland wird nicht Israel dabei supporten, mit unseren Waffen die Waffenlieferung dabei Palästina zu verletzen. Die AfD möchte die Mehrwertsteuer auf Strom und Energie senken. Damit wird unsere Leben günstiger. Die Lebensmittel werden auch günstiger und die Inflation wird dadurch gebremst. Die AfD möchte nicht jeden Ausländer abschieben. Das ist komplett falsch. Die AfD möchte nur diejenigen abschieben, die illegale Einwanderer sind und auch diejenigen, die straffällig sind. Das wiederum bedeutet mehr Sicherheit in Deutschland. Eure Kinder sind sicher, eure Familie sind sicher, genauso wie meine. Hätte man sich an diese Punkte gehalten, dann wäre der junge Polizist, der Ruven, immer noch am Leben gewesen. Die AfD möchte auch dazu, dass die Grenzen viel besser kontrolliert werden. Das bedeutet, dass noch mehr Sicherheit für unser Land Deutschland gilt. Es mag sein, dass es für manche es eher sehr, sehr schwer ist, so etwas zu glauben, weil die Deutschen das sagen. Aber lasst euch das mal von mir gesagt sein und auch von den anderen Ausländern, wo wir alle AfD wählen. Wir wissen ganz genau, von was wir reden. Die meisten Ausländer sind hier geboren und wissen nicht, wie es in unseren Ländern aussieht. Wir sind nicht umsonst geflüchtet von unseren Ländern. Wir wissen, mit welchen Menschen wir es damals zu tun hatten, als wir geflüchtet sind. Und jetzt befinden sich einige von diesen Menschen in unseren Reihen, hier in Deutschland. Das bedeutet, Gefahr ist angesagt. Nehmt bitte unsere Warnung an, denn ansonsten wird es bald zu spät sein. Dann wird Deutschland nicht besser ausschauen wie irgendwelche mexikanische Kartelle oder vielleicht, wenn wir sehr, sehr viel Unglück haben, wird es genauso ausschauen wie in Palästina. Und ich glaube, das möchte keiner von uns. Danke.